Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Strom selber zu erzeugen, um für einen Stromausfall gerüstet zu sein. Auch wenn Deutschlands Stromversorgung in Europa zu den sichersten gehört, kann es bei uns zu längerfristigen Stromausfällen kommen. Und ohne Strom entstehen im Haushalt viele Probleme. So verderben Lebensmittel schnell in Kühl- und Gefrierschränken. Licht fehlt, um sich im Dunkeln zu orientieren. Hallo? Ohne Strom keine Wärme von der Heizungsanlage. Unterhaltungsmedien fallen aus. Und damit auch die Möglichkeit, sich über den Stromausfall zu informieren. Wenn Sie mit einem eigenen Stromerzeuger für den Stromausfall vorsorgen wollen, lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Vor allem wärmeerzeugende Geräte brauchen sehr viel Strom. Je mehr Verbraucher Sie anschließen wollen, umso größer die Anlage und umso höher der Preis. Kann ich eigentlich bei einem Stromausfall meinen PC weiterhin betreiben? Ja, aber Sie brauchen dafür einen speziellen Stromerzeuger, der eine stabile Stromversorgung ermöglicht. Stromerzeuger mit Diesel-, Benzin- oder Gasmotorenantrieb gibt es in verschiedensten Größen und Leistungsklassen. Beachten Sie dabei auch Lagerungseinschränkungen. So dürfen zum Beispiel maximal 20 Kilogramm Diesel im Keller gelagert werden. Solche Stromerzeuger gehören wegen der giftigen Abgase nach draußen an einen gut belüfteten Aufstellungsort. Allerdings sind sie teilweise recht laut. Nachbarn könnten sich also belästigt fühlen. Wenn Sie die Kabel durch offene Fenster oder Türen führen, können die Innenräume leicht auskühlen und der Einbruchschutz wird erschwert. Mit großen Stromerzeugern ist es auch möglich, bei einem Stromausfall in die Haus- bzw. Wohnungsverteilung einzuspeisen und so viele der angeschlossenen Verbraucher zu versorgen. Klären Sie ein solches Vorhaben mit dem örtlichen Stromnetzbetreiber und Ihrem Stromlieferanten ab. In einem Mehrfamilienhaus sollten Sie sich mit dem Hauseigentümer und anderen Bewohnern besprechen. Vielleicht kann mit einer zentralen Notstromanlage das gesamte Haus versorgt werden. Aber auch sonst lohnt ein Gespräch mit den Nachbarn, um eventuell gemeinsam mit anderen für den Ernstfall vorzusorgen. Na klar, kommt rein. Batteriesysteme können für einige Stunden oder sogar Tage Strom liefern. Die Batterien entladen sich allerdings mit der Zeit selbst. Daher sollten Sie sicherstellen, dass diese Systeme regelmäßig überprüft und nachgeladen werden. Eine Brennstoffzelle erzeugt Strom beispielsweise aus Methanol oder Propangas. Heute sind verschiedenste Brennstoffzellen verfügbar, etwa mit einer Ausgangsspannung von 5 Volt Gleichspannung oder 230 Volt Wechselspannung. Mit der Energie aus 10 Litern Methanol können Sie Ihr Handy ca. 700 Mal aufladen. Bereits vorhandene Photovoltaikanlagen, Kleinwindkraftanlagen oder Blockheizkraftwerke können unter Umständen auch bei einem Stromausfall Strom erzeugen. Dafür muss die Anlage aber ausgelegt sein. Ist dies nicht der Fall, kann ein Elektrofachbetrieb diese Anlagen in der Regel entsprechend umrüsten. Überlassen Sie die Installation in jedem Fall dem Fachmann. Unsachgemäße Veränderungen an der Elektroinstallation können lebensgefährlich sein. Der Torwart nimmt den Ball auf und was für ein Abwurf, meine Damen und Herren, er läuft und läuft.